Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Herzlich willkommen in mein Wochenorakel im Zeitraum von 25. Dezember bis 31. Dezember 2017. Dieser Orakel ist für diejenigen, wo alleine sind und haben aber der Wunsch nach Liebe, Partnerschaft. Wir beginnen in die Mitte, weil das beschreibt euren jetzigen, momentanen Situation. Die erste Karte zeigt mir Studium an. Es kann bedeuten, dass ihr gerade in einer Schulung seid oder ihr habt eine Prüfung und lernt etwas Neues. Das ist, kann tatsächlich um ein Studium, eine Ausbildung handeln. Dieses Studium bedeutet auch das Lernen im Leben, Erkenntnisse gewinnen, und ihr habt hier eine Lernaufgabe jetzt schon im Gegenwart. Die zweite Karte zeigt an die absolute Harmonie und das sollt ihr momentan spüren auch, das innere Harmonie. Es könnte auch schon eine wichtige Begegnung sein, weil das ist auch die Liebe. Entweder habt ihr jetzt schon Chancen, die richtige zu begegnen, weil das ist die schöne harmonische Beziehung. Oder habt ihr jetzt schon diese Ausstrahlung, dass ihr die richtige anzieht? Was ist noch wichtig im Gegenwart? Das zeigt diese Karte an. Das kann bedeuten, dass ihr im Gegenwart von etwas trennt, kündigt oder ihr könnt loslassen. Von etwas verabschiedet ihr, etwas entfernt ihr in eurem Leben und das ist schon die Befreiung. Diese Karte kann auch bedeuten, dass die zukünftige Partner oder Partnerin trennt und besteht die Chance, dass ihr jetzt schon zusammenkommt. Das ist die Gegenwart. Wovon sollt ihr auch verabschieden? Das zeigt nicht nur diese Karte an, sondern diese unteren drei Karten. Verabschieden davon, trennen oder loslassen, was vermittelt diese Energie? Es ist eine männliche Person, natürlich für die Damen, umgekehrt bei Männern könnte das eine Dame bedeuten, aber diese Person ist ziemlich selbstsicher, dass ihr immer noch Gefühle habt. Es handelt sich um Gefühlszustand, weil das vermitteln hier die Kelchen. Also jemand ist da von eurer Vergangenheit, bewegt sich zwar nichts, sitzt in seinem Thron, aber er ist davon fest überzeugt, dass ihr immer noch Interesse an ihm oder an sie noch habt. Aber welche Gefühle erweckt an euch? Das sind die Verletzungen, die verletzten Gefühle von Vergangenheit. Und von dieser Bindung, von diesen Gefühlen, von diesen Enttäuschungen und Verletzungen sollt ihr verabschieden. Diese Karte zeigt einerseits an, ihr seid im richtigen Weg jetzt schon, was euch auch Glück bringt. Diese Karte kann auch bedeuten, dass dieser Herr Erwartungen hat, weil er ist davon fest überzeugt, dass er wieder zurückkommt. Und versucht wieder die Brücke zu euch bauen. Kann auch sein, dass er sich wieder meldet oder erkundigt über euch von jemand. Aber nicht vergessen, das Loslassen und davon verabschieden liegt das Glück. Und wenn er wieder sich auftaucht, kommen wieder die verletzten Gefühle. Welche Richtung sollt ihr denken? Was ist der nächste Schritt? Wo sollt ihr eure Aufmerksamkeit lenken?
Das sind die oberen drei Karten hier. Ich beginne jetzt nicht mit der ersten Karte, sondern lieber von dieser Karte in die Mitte. Ihr seid noch gefangen an etwas. Befreit euch. Es kann Ängste sein. Es kann auch bedeuten, ihr zweifelt etwas. Vielleicht spürt jetzt im Gegenwart, da ist schon ein neuer Mann da, aber ihr fangt an zweifeln daran. Und das hält euch gefangen. Ihr fühlt euch beengt und kommt von dieser Enge raus, weil diese Liebe hat Kraft. Und da kommt auch die Bestätigung. Es ist nicht nur die Leidenschaft, die Unterstützung, die Kraft, die Harmonie, was nicht nur diese Karte bestätigt, sondern diese Karte im Gegenwart auch schon. Also das ist auch wichtig zum Erkennen, dass diese Liebe gibt euch Kraft und ihr gibt aber für diesen Partner auch Kraft. Also braucht ihr daran überhaupt nicht zweifeln. Absolut unnötig. Und diese Karte verrät noch etwas. Diese Liebe ist heilig, da ist ein Segen drauf. Es kann natürlich auch bedeuten, diese Karte, dass ein etwas Besonderes ist, wie eine karmische Begegnung oder Seelenpartnerschaft oder eine Zwillingsflamme. Also es ist auch die Geist da, diese Geistige. Durchaus ist auch möglich, dass diese Karte bedeutet, dass ihr in diesem heiligen Ort diese Begegnung habt. Oder ihr sollt einen heiligen Ort aufsuchen, damit ihr befreit fühlt. Es ist nicht nur die Kirche, es kann etwas sein, was für euch persönlich, was für euch selbst heilig ist. Weil da liegt die Kraft und da tankt ihr wieder auf und es befreit euch auch. Dann kann ein Wellness sein oder Bibliothek oder wie auch immer. Also durchaus ist auch möglich, dass diese Botschaft wird auch bei einer oder anderen von euch auch vermitteln. Also das sind die Schritte, das sind die Richtungen, da liegt die Lösung. Dann habe ich noch eine Überraschungskarte, eine zusätzliche Botschaft von den Süßigkeiten, weil diese Süßigkeiten versüßen unserem Leben und haben eine Botschaft. Diese Botschaft heißt Einladung. Ihr werdet eine Einladung bekommen und das hat eine Wichtigkeit. Kann auch bedeuten, ihr sollt jemand einladen, weil das hilft auch in eurer Situation oder jemand kennenlernen. Vielleicht vermittelt jemand etwas und das hat auch eine Bedeutung. Auf jeden Fall eine Einladung ist gut und das trifft euch in die kommenden Tagen. Das war dieser Wochenorakel, was ich noch erwähnen möchte und das werde ich in Zukunft immer wieder betonen. Wir Menschen haben ein Energiefeld, das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Es ist wichtig, dass wir hier die Kontrolle haben, dass wir überprüfen immer wieder mal, wie wir denken. Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Dann achtsam sein auf unseren Gefühlen, weil Gefühlen wie Hass oder Neid oder Eifersucht oder Schuldgefühl oder Angst, das sind die Hindernisse. Immer wieder diesen Gefühlen transformieren. Und durch diesem Denken und Fühlen entsteht unserem Energiefeld, unserem Ausstrahlung. Und das ist die Anziehungskraft. Jeder Mensch hat diese Energiefeld, jeder Mensch hat eine andere Energiefeld und jeder Mensch hat eine andere Anziehungskraft. Wie funktioniert bei zwischenmenschlichen Kontakten? Entweder ist das Sympathie und zieht das an oder ist es Unsympathie
und da spüren wir die Störung. Nicht nur die Menschen besitzen solche Energiefelder, sondern auch die Orte. Es gibt Städte, wo wir aufatmen und fühlen wir uns wohl. Es gibt Städte, wo wir uns bedrückt fühlen. Die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld. Die Wohnung, das Haus, wo wir leben. Also immer dann denken auch in die Richtung, wer hat früher dort gelebt. Welche Energie, welche Gefühle hat da Spuren hinterlassen. Wenn diese Menschen ständig in Angst gelebt haben, dann brauchen wir nicht wundern, wenn wir das immer wieder auf einatmen. Nicht nur die Wohnungen, Häuser, sondern auch die Arbeitsplätze, die Kaufhäuser, also diese Räumlichkeiten haben auch entweder harmonisierende Energie oder störende Energie. Dann kommt noch die kosmische Energie dazu, was auch beeinflusst unserem Leben. Es gibt günstige Momente oder gute Tage, wo da alles läuft. Ganz gut, und dann gibt es Tage, wo wir auch uns bedrückt fühlen. Aber das ist im ständigen Wandel, das ändert sich Tag zu Tag und Stunde zu Stunde. Und diese Momente erkennen, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein, ist auch sehr wichtig. Und dann gibt es Hilfsmittel, was das alles harmonisiert, verbindet, beruhigt, beruhigende Wirkung hat. Das sind Düfte. Das sind Farben, das ist Musik, das ist die Natur, das ist die Liebe oder ein Gebet. Ich behaupte sogar, auch die Tiere haben diese harmonisierende Energie in sich. Und wir können damit auch bewusst arbeiten, ein Ritual machen oder ein Amulett tragen oder einen bestimmten Duft oder bei Räumlichkeiten ausräumen. Räuchern, bereinigen oder ein bisschen umstellen, dass der andere Bewegung, die Energie herrscht. All das hilft, das zu harmonisieren. Das ist natürlich nicht die Lösung, weil wir haben auch unsere Ausstrahlung, aber das hilft. Und diese Hilfsmittel biete ich an in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Ihr könnt auch Fragen stellen. Was noch auch wichtig ist, wenn ihr ein kleines Ritual macht, damit die Energie harmonisiert, dass das die Liebe anzieht oder Geld anzieht oder habt ihr bessere Chancen beruflich, wie auch immer in bestimmten Themen. Es ist auch sehr wichtig, die Zeitqualität, welchen Tag. Es gibt Tage, das wirkt überhaupt nichts. Es gibt Tage, wo ihr in Einklang seid in dieser kosmischen Energie und kommt das alles im Fluss. Und bei Bestellungen bekommt ihr einen solchen Termin gratis. Dazu benötige ich natürlich euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, Geburtsort, dass ich das berechnen kann. Also das als Information, als Empfehlung. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.